Liebe Families, liebe Kinder, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier aus der GPAC Winterthur. Mega cool bist du heute wieder dabei und ich habe auch mega gefreut, dass ich heute ein Teil von dir bin. Heute geht es in der Geschichte um Talent, Fähigkeiten und Gleichnis. Und darum haben wir uns doch überlegt, es wäre mega cool, wenn wir Leiter euch gerade würde zeigen, was wir für Talente haben. Wir sind jetzt dritte da und wir denken, jeder von uns zeigt etwas wahr und darum wäre es gerade cool, wenn wir mit der Martina anfangen. Martina versucht zu erraten, welche Farbe das Gummibärli hat. Und dazu müssen wir ihr erst mit den Augen verbinden. Ist gut so? Ja. Super. Dann haben wir hier fünf verschiedene Farben. Wie ihr seht, und ich gebe jetzt mal die Farbe, ich hoffe, ihr seht es. So. Das ist gelb. Ja, gelb. Yes! Hallo! Schön, danke nochmal. Dann haben wir den Benny noch. Mal schauen, was er uns zeigt. Ja, ich habe natürlich auch eine Fähigkeit, die man unglaublich oft einsetzen kann. Ich kann mit einer Augenbraue bewegen. Und ich kann das natürlich auch mit der anderen. Allerdings nicht ganz so gut. Super. Danke vielmals, Benni. Und jetzt gehen wir doch gleich in die Rasche. Du sagst mir, dass ich wertvoll bin. Du sagst mir, dass ich angenommen bin.
Schlaf. Du schenkst mir Freunde, du kennst meinen Tag. Gehst mir voraus, machst meinen Weg hin. So lauf ich sicher, so lauf ich sicher. Was ich kann machen, kann ich weg dir. Du hast mich geschaffen, hast Freude an mir. Bist einfach erzähle ich euch wieder eine Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt hat und die auch heute für uns noch wichtig ist und wir viel daraus lernen können. Es war einmal ein Mann. Dieser Mann hatte ganz, ganz viel Geld. Und er hat geplant, um eine weite Reise zu gehen, wo er eine lange Zeit nicht mehr zurückkommt. Er hat sich so überlegt, was soll er machen mit seinem vielen Geld? Und er hat schnell gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee ist, um das Geld mitzunehmen auf seine Reise. Weil wer weiß, vielleicht klaut es jemand, vielleicht verliert er es. Und so hat er seine drei Verwalter rufen lassen. Verwalter Nummer 1, Verwalter Nummer 2 und Verwalter Nummer 3. Das waren Männer, die der Herr vertraut hat. Und er hat ihnen gesagt, «Hört, meine Verwalter, ich gehe auf eine weite Reise und in dieser Zeit möchte ich gern, dass ihr auf mein Geld schaut.» Uff, gar nicht so eine einfache Aufgabe, haben sich die drei Männer gedacht. Sie haben nämlich gewusst, dass dem Herr Geld sehr, sehr wichtig ist. Und so war es auch ein bisschen eher für sie, dass sie haben dürfen, sein Geld in dieser Zeit verwalten. Der Herr hat sein ganzes Geld in 8 Teile aufgeteilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ihr müsst wissen, 1 Teil Silber war so viel wert wie 20 Jahreslöhne. Also ein Stück Silber hat so viel Wert gehabt, wie wenn ein von diesen Männern 20 Jahre lang arbeiten würde. Und so hat sich natürlich der Mann überlegt, wie soll er das Geld aufteilen. Er hat sich seine Verwalter so angeschaut und an den ersten gedacht, der hat keine Familie, also darum auch noch viel Zeit, ist ein fleissiger Mann. Und so hat er entschieden, dass der 5 Teile Silber bekommt. Man kann dem auch sagen, er hat 5 Talente bekommen. «Wow, danke vielmals. Ich werde super für das Geld sorgen und schauen, dass ich es gut verwalte», hat der Mann gesagt. Dann ist er zum Nächsten. Der Mann hatte ein bisschen weniger Zeit als der andere. Er war zwar auch fleissig, aber weil er ein bisschen weniger Zeit hatte, wollte er ihm nicht 5 Talente geben, sondern er hat entschieden, dass er ihm 2 Talente gibt, wo er in diesem Jahr verwalten kann. «Danke viel, viel mal.
Auch ich werde natürlich mein Bestes geben, dass das Geld zu dir zurückkommt und wenn möglich sogar mehr ist am Schluss. Und ihr seht gerade, da ist noch ein Talent übrig geblieben. Und das war nämlich für den letzten Mann. Dem Verwalter hat der Mann ein Talent gegeben. Und auch immer ihm hat er gesagt, sorg gut für das Geld, schau gut darauf, dass es nicht verloren geht und dass es vielleicht sogar am Schluss mehr ist. Nicht lange ist es gegangen und der Mann ist auf seine Reise. Und in dieser Zeit sind wir jetzt gespannt, was passiert ist. Der erste Mann, der hat sich mit dem Geld zwei Hühner gekauft, hat die zu sich auf den Hof genommen, denen ganz gut geschaut und in dieser Zeit, bis der Mann zurückgekommen ist, sind die gewachsen und grösser geworden. Und so ist eines Tages eine Frau vorbeigekommen, hat gefragt, ob sie die Hühner kaufen dürfen. Und dann hat er natürlich gesagt, klar, ja, wie teuer sind sie denn? Die kosten 10 Talent. Und so hat die Frau 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da fehlt noch eins, 10 Talent dem Mann gegeben und hat die Hühner zu sich genommen. Der zweite Herr, der war auch clever. Er hat mit seinen zwei Talenten Tomaten gekauft, hat die bei sich zu Hause auf dem Feld angesagt und hat können schauen, wie aus diesen paar wenigen Tomaten mehr und mehr werden. Und auch da ist eines Tages jemand vorbeigekommen und hat gefragt, ob er diese Tomaten kaufen darf. Ja, natürlich. Ja, wie teuer sind denn die? Für alle kostet es 4 Talent. Also gut, ich nehme gerade alle. Und so hat auch der Herr 1, 2, 3, 4 Talent bekommen. Der letzte Herr, der war nicht ganz so mutig wie die anderen. Er hatte ein bisschen Schiss, dass er das Geld verlieren könnte oder dass es ihm gestohlen wird. Und wenn der Mann von seiner Reise zurückkommt, er es dann nicht mehr zurückgeben könnte. Und so hat er sich entschieden, um es bei ihm auf dem Feld tief, tief, tief in die Erde eingraben. Eine lange, lange Zeit später ist dann der Herr, der am Anfang sein Geld verteilt hat, von seiner Reise zurückgekommen. Und er hat natürlich nicht lange gewartet, bis er seine drei Herren wieder zu sich gerufen hat. Und so sind die Verwalter am nächsten Tag schon bei ihm erschienen. Jeder mit seinem Talent. Hallo, meine Herren. Ich bin ja gespannt, was mit dem Geld passiert ist, das ich euch gegeben habe. Zeigt mal, was habt ihr damit gemacht? Ja, also ich habe mein Geld eingesetzt und aus diesen 5 Talenten, die du mir gegeben hast, aus diesen 5 Silberstück, konnte ich 10 machen. Sehr, sehr gut, hat der Mann gesagt. Ich gratuliere dir, du hast alles richtig gemacht. Ich habe dir wenig gegeben und du sollst in Zukunft noch mehr von mir bekommen, weil du es so gut verwaltet hast. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also auch ich habe mit meinem Geld etwas gemacht. Ich habe Tomaten angesagt und die nachher alle verkauft. Und so habe ich am Schluss aus deinen 2 Talenten, die du mir gegeben hast, 4 Talente machen. Sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Sehr gut hast du mein Geld verwaltet und auch wie der erste Mann
doppelt so viel daraus machen können. Und wie sieht es bei dir aus? Mein Herr, ich hatte Angst, dass ich dir am Schluss nicht mehr alles Geld zurückgeben kann. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob du einfach mehr Geld machen willst, ohne dass du etwas dafür tun musst. Irgendwie war mir das Ganze eine komische Sache. Und so habe ich gedacht, ist die beste Idee, wenn ich das Geld, das du mir gegeben hast, das Talent, einfach in der Erde vergrabe. Ich bin enttäuscht und gar nicht zufrieden mit dir. Das, was du wieder zurückgebracht hast, das nehme ich zu mir und gebe es noch am ersten her. Und dich muss ich leider entlassen. Also ich weiss nicht, wieso ich geht, aber die Geschichte ist schon ein bisschen speziell. Ich zumindest habe die Heim nicht einfach so säckweise Geld rumzulegen, das ich irgendwie könnte einsetzen könnte. Und das ist auch nicht das, was Jesus mit dieser Geschichte eigentlich hat sagen. Weil es geht um etwas anderes. Das Wort Talent, das Martina gebraucht hat, das verratet das so ein bisschen. Gott hat jedem Einzelnen von uns Fähigkeiten und eben Talent geschenkt. Sachen, die wir ganz besonders gut können und die niemand genau so kann wie wir. Und um das geht es in dieser Geschichte. Ich weiss nicht, was du besonders gut kannst. Vielleicht kannst du ganz gut singen, hast eine mega schöne Stimme. Oder du bist richtig stark, bist vielleicht der Schnellste aus der Klasse. Du kannst mega gut malen, rechnen oder kannst gut Leute ermutigen und anderen einen Gefallen machen. Und in der Geschichte geht es darum, was wir damit machen. Was machen wir mit diesen Talenten, die wir geschenkt bekommen haben? Legen wir die einfach so ein bisschen auf die Seite wie der dritte Mann und brauchen es nicht? Oder legen wir diese Talente einsetzen? Einsetzen für Gott? Jetzt, wie könnte das aussehen? Wenn man jetzt eben so gut kann singen oder sonst Musik machen, musikalisch ist, dann kann man zum Beispiel das einsetzen und für Gott Lieder singen, so wie wir es manchmal machen im Worship. Oder wenn du ganz gut bist, zum Beispiel mit Leuten ermutigen oder ihnen Gefallen tun, ihnen etwas helfen, dann ist auch das etwas, was wir machen können. Weil Jesus sagt, dass wenn wir jemandem von seinen Leuten tun, das haben wir ihm tun. Und Gott hat Freude, wenn wir diese Sachen einsetzen und einander damit auch ihm eine Freude machen. Und du musst keine Angst haben, dass das, was du kannst, vielleicht nicht genug gut ist. Weil es gibt vielleicht jemanden, der es noch ein bisschen besser kann. Aber weißt du was? Die Talente, die du bekommen hast, die hast nur du genau so bekommen. Und Gott freut sich, wenn du die einsetzt und wenn du die brauchst. Weil so wie du begabt bist, das gibt es nur genau einmal. Und du musst nicht genau das machen, was alle anderen machen, sondern du darfst herausfinden, was für Talent Gott dir geschenkt hat. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch das ein oder andere Talent, das du noch gar nicht entdeckt hast und wo erst noch darfst so führen kommen. Die Bibel sagt, wir sollen im Kleinen treu sein. Das heisst, wir sollen anfangen mit dem, was wir können, mit dem, was wir haben, das einsetzen und dann wird immer Größeres dazukommen. Und um das geht es in dieser Geschichte. Und jetzt habt ihr als Familie auch die Möglichkeit, zusammen zwei Fragen miteinander zu besprechen. Die erste Frage wäre, mal ganz offen austauschen, was kann ich besonders gut, was kann vielleicht mein Bruder, meine Schwester besonders gut. Und dann könnt ihr da mal so eine Runde machen und mal schauen, wer was echt mega gut kann. Und dann könnt ihr eine zweite Frage stellen und könnt euch überlegen, jetzt die Sachen, die ihr zusammengetragen habt, wie könnt man die echt einsetzen und wie könnt man die brauchen. Das dürft ihr jetzt als Familie machen. Für das könnt ihr auch ganz kurz auf Pause drücken, damit ihr schön Zeit habt für das. Du bist gestorben am Kreuz, hast dein Leben lang, wie du uns so fest liebst und bei dir willst haben. Drum bin ich stark, drum habe ich Mut. Oh,
So, jetzt sind wir schon beim Spiel angekommen heute. Und das geht folgendermaßen: wir müssen mindestens 3 Personen sein. Wir sind jetzt gerade 3 und ich habe jetzt da
drei Zettel geschrieben und auf jedem Zettel steht ein Name und jetzt mit alle drei einziehen und schauen, dass sie sich nicht selber haben. Genau. Dann schauen da drei, wen das sie haben und schreiben zu dieser Person auf, was für ein Talent das ihr denkt, dass die Person hat. Dann lege das zurück in den Kreis. Aha. Gut. Ich habe geschrieben, kann gut Dialekt nachmachen. Wer denkt ihr, wer ist das? Ja, gut, das kann schon sein. Ne? Ich denke, das bin ich. Hätte jetzt auch gesagt, das bist du, ja. Genau. Du musst ja. Tada, der Timo. Ja, super. Mega schwierig. Genau, super. Danke euch zwei, viermal. Dann machen wir weiter. Wenn ihr das müssen nicht. Okay. Genau, das war das Spiel. Und jetzt wäre es mega cool, wenn ihr vielleicht irgendwelche Talente habt oder euch etwas in den Sinn kommt, was ihr gerne würdet filmen. Dann könntet ihr uns das an winterthur.gvc.ch schicken. Und wenn euch das auch recht ist, dann können wir das im nächsten Film dann kurz zeigen, was sie uns geschickt haben. Genau, jetzt zeige ich euch noch mein Talent, weil das nimmt euch sicher auch noch Wunder, dass das noch nicht vorkommt ist. Und das machen wir jetzt gerade noch erst zum Schluss.